Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute sprechen wir am Tag danach nicht so gerne über die Fußballplätze dieser Welt, sondern lieber über die Börsenplätze und richten den Blick eindeutig nach vorne. Denn es gibt ganz spannende Entwicklungen hier und die haben wir vor allen Dingen im Griff. Ich spreche mit Thomas Tilse von der Allianz Global Investors. Schön, dass Sie heute wieder unser Gast sind. Hallo, guten Morgen. Ja, das Dilemma gestern, das blenden wir ganz schnell aus und blicken mal nach vorne, denn es gibt eine Menge, das wir hier besprechen wollen. Es ist vor allen Dingen eine spannende Frage, wohin sich die Zinsen entwickeln werden künftig. Jerome Powell hatte es diese Woche so ein bisschen angedeutet, dass die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer eher mal davon ausgehen, dass jetzt im Dezember, am 14. ist das ja der Fall, die Zinsen in den USA um 0,5% angehoben werden und dann im März und im Februar nochmal um 0,25. Jetzt ist die Frage, kann man bei der EZB auch so positiv unterwegs sein? Und gibt die Inflationssituation, die wir momentan sehen an den Märkten, eigentlich so ein bisschen geringeres Anhebungstempo her? Ja, das ist, worauf die Märkte aktuell setzen. Auch die Terminmärkte zeigen das, für die Fed Funds zum Beispiel. Die gehen haben schon im nächsten Jahr wieder deutlich nach unten. Das liegt daran, das sehen wir hier in der Grafik, es kam gestern der Deflator für die Konsumausgaben in den USA, PCE genannt. Und da kann man hier sehen, das pendelt so ein bisschen aus, auch schon die letzten Monate. Das war eine leicht positive Überraschung, weil er nur 0,3% gegenüber Vormonat gestiegen war, bei 6% gegenüber dem Vorjahr liegt. Und damit zeigt sich von der Kerninflation in Amerika ein bisschen Entspannungstendenz, was so das unterstreicht, was Paul angedeutet hat diese Woche, dass er also ein geringeres Tempo macht. Sehr gut. Allerdings muss man dazu sagen, es ist so, er macht ein niedrigeres Tempo. Wichtig ist uns aber in der Analyse das Niveau. Das heißt, es steuert alles darauf zu, dass wir im nächsten Jahr 5% als Fed-Funds-Niveau sehen. Das ist ein Brett, auch für die Marktteilnehmer. Man muss erstmal gegen dieses hohe Zinsniveau ankämpfen sozusagen. Und insofern, ja, wichtig, dass die Fed sagt, sie nimmt das Tempo ein bisschen zurück, also nicht mehr 75, sondern vielleicht 50. Aber sie steuert trotzdem auf die 5% zu im nächsten Jahr, wie Sie ja richtig gesagt haben. Und deswegen muss man schon für das erste Halbjahr berücksichtigen, dass wir es mit weiter hohen Zinsen zu tun haben werden. Die Fed wird nach unserer Einschätzung auch nicht gleich die Zinsen wieder runternehmen können, weil die müssen erst mal schauen, dass sie die Kerninflation nach unten bringen, also den Geist zurück in die Flasche. Und das geht leider nicht so schnell, wie die Marktteilnehmer sich das aktuell vorstellen. Das bedeutet also, Sie rechnen konkret damit, dass das, was ja auch so ein bisschen gespielt wird, dass im September, Oktober, November nächsten Jahres möglicherweise die Fed auch wieder anfangen könnte, die Zinsen zu senken. Aber das schließen Sie so ein bisschen aus, höre ich raus. Ja, das wäre ein bisschen früh. Das unterschätzt ein bisschen die Mechanismen, auch wie lange sich so eine Zinserhöhung dann durch die Volkswirtschaft und in die Inflationskraft reinarbeiten muss. Und diese Prozesse dauern etwas länger, als der ungeduldige Börsianer das erwartet. Und insofern sind wir eher bei Jahresende 2023 mit Entspannungstendenzen oder Beginn 2024. Genau, gleichzeitig muss man ja aber sagen, weil Sie es angesprochen haben, höhere Zinsen wirtschaftlich und die Corporate America wäre davon ja deutlich betroffen, sieht es doch eigentlich so aus, dass die Dinge, die die Inflation in der Vergangenheit getrieben haben, also Erzeugerpreise, ein robust der Arbeitsmarkt etc., dass die so ein bisschen zurückkommen. Sie haben uns da netterweise mal eine tolle Grafik mitgemacht, diesen globalen Supply Chain Pressure Index. Das bedeutet im Grunde, wir gucken uns da an die Containerkosten, die Versandkosten, die PMI-Daten und so weiter, die laufen da zusammen. Und die würden doch der Fed eigentlich und dem Wording von Jerome Powell eher unterstützen. Und man könnte sogar vielleicht sagen, ach, wir müssen doch gar nicht mehr die Zinsen anheben. Ja, deswegen sind auch die Märkte so entspannt, weil dieser globale Lieferkettenindex, wie er heißt, ist auch runtergekommen. Das heißt, wir haben in der Konstellationen günstiger Faktoren. Also China hat etwas weniger Aktivität gezeigt wegen der Lockdowns. Wir haben insgesamt etwas weniger Wachstum. Das heißt, wir haben bei den Lieferketten zum Glück, muss man sagen, die letzten beiden Monate Entspannungstendenzen gesehen. Auch sind Containerpreise, Transportkosten nach unten gekommen. Im Übrigen auch, was wir hier schon mehrmals besprochen haben, die Energie- und Gaspreise haben sich entspannt, bleiben auf relativ entspannten Niveau. Also diese, wie wir nennen das, zyklische Faktoren, die haben sich als Inflationskomponente entspannt. Was uns aber Sorgen macht, ist sogenannte strukturelle Faktoren, also Demografie, die Deglobalisierung, wenn wir Produktion zurück nach Europa holen, das wird alles teuer. Der Arbeitsmarktdruck fängt jetzt erst an, also die Gewerkschaften reden irgendwie von 5, 7, 8%, aber das hat jetzt erst begonnen. Die
werden auch nächstes Jahr noch davon reden. Mhm. Das heißt, unsere These, ja, die Inflation kommt von 11% auf 5% runter oder so, wegen der zyklischen Faktoren. Aber die strukturellen Kräfte halten sie da irgendwo bei 4% oder 5%. Mhm. Was dann im Umkehrschluss, Sie hatten die EZB angesprochen, was bedeutet, die EZB kann sich auch nicht so schnell entspannen, wie die Leute denken. Und muss möglicherweise darüber nachdenken, ob man über das 2% Ziel sprechen muss, nächstes Jahr auf der Grundsatztagung in Sintra. Ein weiterer Indikator, der so ein bisschen dafür sorgt, dass man bei allem, was Sie richtigerweise angesprochen und zu bedenken gegeben haben, dass wir eine gewisse Entspannung haben, ist der ISM. Also das ist ein Index, der so ein bisschen Frühindikatoren zusammenfasst. Und da gibt es diese Wachstumsschwelle von 50. Und aktuell, wie man das sieht, das ist eine Betrachtung seit 65, sind wir doch eigentlich in einem Fahrwasser unterwegs, wo wir sagen könnten, naja, es wird dann doch auch wieder besser im Sinne von die Inflationsdruck. Verringert sich. Ja, das ist richtig. Da setzt die Börse jetzt drauf. Allerdings kam jetzt gestern dieser Index der ISM, also Befragung der Einkaufsmanager in dem verarbeitenden Gewerbe. Und der ist nochmal unter die 50 gefallen. Und eigentlich warten wir Börsianer drauf. Nach diesem Bild in der langfristigen Betrachtung müsste man sagen, okay, der ist weit unten. Man kann bald wieder diesen berühmten Rezessionskauf bei Aktien machen. Allerdings fehlt uns die Bestätigung, dass die Frühindikatoren drehen. Das heißt, idealtypischerweise würde man warten, bis die Einkaufsmanager sagen, es geht uns ein bisschen besser. Mhm. Also hier fehlt ein oder zwei Haken nach oben. Okay. Und dann würden die Börsianer sagen, jetzt haben wir die Bestätigung. Jawohl. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Geldmenge. Die Geldmenge ist auch nach unten geschossen in Amerika. Auch die braucht in Veränderungen zum Vorjahr mal eine Beruhigung und eine Besserung. Weil dann kann man sagen, wir haben die Bewertung, wir haben die Frühindikatoren, die drehen, wir haben die Geldmengen, die drehen. Und dann hätte man eine solidere Basis für einen Aktienkauf. Unabhängig von der Geldmenge, ist die Geldumlaufgeschwindigkeit auch ein Faktor, den Sie sich da anschauen innerhalb dieser Betrachtung? Ja, die ist aber jetzt in den letzten Monaten gegenüber dem, was die Zentralbanken an Liquidität den Märkten entzogen haben, durch die steigenden Zinsen jetzt nicht so wichtig gewesen. Mhm, sehr gut. Und die Bilanz, wie spielt die da mit rein? Weil die Bilanzen wurden ja noch nicht so wirklich abgebaut bei den Zentralbanken. Ja, das beginnt erst, muss man klar sagen. Die Fed wird beginnen, ihre hohen Wertpapierbestände zu verkaufen. Das wird uns in den Märkten, insbesondere in festverzinslichen Märkten, belasten. Weswegen wir eher dann im nächsten Jahr mit höheren Zinsen grundsätzlich rechnen. Die Portfolio-Manager, die sich jetzt über ein ganzes Jahrzehnt daran gewohnt hatten, dass die Fed immer die gleichen Anleihen kauft, die die auch im Portfolio haben oder auch die EZB, die werden sich umstellen müssen. Mhm. Es wird also einen Gewöhnungseffekt geben müssen. Auf der Aktienseite gibt es da, basierend auf den Erwartungen, die Sie benannt haben, was das Wirtschaftswachstum betrifft, gibt es da Sektoren, die Sie positiver bewerten als andere? Ja, also man muss sozusagen mit List und Tücke jetzt sich ins Jahr 2023 vorarbeiten, wie wir das sagen, weil man hat auf der einen Seite attraktiv bewertete Sektoren, sogenannte Value-Sektoren, also klassische Industriezykliker, die deutlich ein Kursgewinnverhältnis von unter 10 haben, manchmal von 5 oder 6, die man sich anschauen sollte, ob man nicht sich mit mittelfristiger Sicht dort einkauft. Mhm. Weil natürlich traditionell muss man solche preiswerten Situationen nutzen. Wir hatten Beispiele in den letzten Wochen. Warren Buffetts Firma, die Berkshire Hathaway, hat sich bei Taiwan Semiconductor eingekauft. Die sind einfach preiswert und haben langfristige Wachstumschancen. Solche Geschichten würde ich jetzt beginnen, mir anzuschauen. Machen wir auch im Portfolio-Management. Und darüber hinaus führt es auch dazu zu Value-Investing. Was weiter? Also wenn man sich Werte mit hoher Dividendenrendite, niedrigem KGV, niedrigem Preis-Buchwert aussucht, auch das wird weiter ein Thema bleiben. Mhm. Und natürlich muss man dann, wenn die Rezession sich jetzt im Frühjahr bewahrheitet, auf dem Höhepunkt der Rezession eigentlich dann drüber nachdenken, dann sogenannte konjunkturzyklische Titel zu kaufen, weil die fangen klassischerweise in der Mitte der Rezession an, dann sehr gut zu performen. Mhm. Und man hat möglicherweise dann das Problem, wenn man zu lange wartet, kommt man da nicht mehr hinterher. Das ist übrigens der Grund, warum die Märkte jetzt in den letzten Wochen schon angesprungen sind. Immer wenn der Konsensus von der Rezession redet, gibt es unheimlich viele ganz Schlaue, die versuchen, ganz früh dran zu sein. Das halten wir aber ein bisschen für verfrüht. Sehr gut. Das ist ein schönes Abschlusswort, Herr Tilse. Ich danke Ihnen vielmals dafür und auch für Ihren grundlegenden Optimismus und die Tipps, wann man denn einsteigt. Ja, das ist nämlich der Faktor, den wir uns ja alle immer fragen. Wann ist der richtige Moment, in Aktienmärkte einzusteigen oder in Bondmärkte und andere Assetklassen? Und da haben wir jetzt
finde ich zumindest, einen ganz guten Indikator bekommen und eine Möglichkeit. Also, wenn die Rezession groß ist, dann ist der Moment doch da, dass man vielleicht dann noch mal ein bisschen sein Portfolio ausbaut, erweitert oder weiter diversifiziert. Ich freue mich, Sie das nächste Mal wiederzusehen. Es war eine schöne Woche mit Ihnen. Bleiben Sie gesund und schönen zweiten Advent. Ihr Patrick Duane.